Hohe Sprünge. Ein eleganter Gang. Und Steckenpferde. Das ist Hobbyhorsing. Jetzt bekommt der Trendsport aus Finnland sogar eine eigene norddeutsche Meisterschaft. Ausgetragen in Legerdorf. Trainerin Christel Stange will vor allem eines zeigen. Dass es bekannter wird, das Hobbyhorsing. Dass man auch sehen kann, dass es ein ernstzunehmender Sport ist und kein Belächeln, so dass ein Kind nur mit seinem Pferd, dass das streichelt oder so, sondern dass es ein wirklich hochgradiger Sport ist, der auch unheimlich anstrengend ist. Wie beim echten Dressurreiten Figuren auf dem Platz reiten oder besonders hoch springen und dabei noch gut aussehen. Insgesamt 70 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren trainiert Stange in mehreren Gruppen. Die Trainerin weiß, worauf es ankommt und fordert einiges von ihren Mädels. Durch die ganze Bahn wechseln im starken Trab. Und jetzt mal richtig hoch die Füße. Zehenspitzen strecken, gut, vorwärts, mehr, mehr, mehr. Ich habe den Ruf, strengste Trainerin Deutschlands zu sein, ja. Aber meine Mädels brauchen das auch. Also die wollen nicht immer nur, hast du toll gemacht, wenn das nicht gut ist, ist es nicht gut. Dann muss man es verbessern, ne? Die Hobbyhorserinnen haben hohe Ziele. Also ich möchte möglichst viel erreichen und dass ich auch viel gewinne. Und dass ich auch viel erreiche. Ich strenge mich natürlich auch an und probiere auch Plätze zu werden, aber das ist eher unwahrscheinlich. Es ist gut, wenn man das fehlerfrei schafft, ja, aber der Spaß ist halt an erster Stelle. Auf jeden Fall gewinnen, aber wenn es das nicht wird, dann ist es auch nicht schlimm. Lara ist eine der Hoffnungsträgerinnen im Verein. Für sie geht es bei der Norddeutschen Meisterschaft um einen echten Rekord. Ich springe zurzeit 1,38 und der Weltrekord liegt bei 1,41, also könnte es sein, dass der dieses Jahr geknackt wird. Neben dem Weltrekord, Platzierungsschleifen und Preisen kommt es laut Trainerin aber vor allem auf eines an. Naja, an erster Stelle steht, dass die Kinder zufrieden nach Hause gehen, dass sie alle Spaß haben und dass wir hochgradigen Sport zeigen können. Am kommenden Sonntag wird's ernst. Dann wird die Norddeutsche Meisterschaft auf dem Gelände des Legerdorfer Tennisclubs ausgetragen.